Ich habe mich die letzten drei Jahre mit einem Thema beschäftigt, das ich die Psychologie der Innovation nenne. Und es wird euch vielleicht nicht so sehr überraschen, zu erfahren, dass die meisten Menschen ziemlich irrational sind und den Status quo bevorzugen und, wenn immer es geht, eigentlich Risiken meiden. Und das ist der Grund, warum es Unternehmen, vor allem etablierten Unternehmen, so schwer fällt, zu innovieren. Denn sind wir ganz ehrlich, Innovation geht gegen die menschliche Natur. Aber so muss es nicht sein. Denn wir können nämlich auch Innovation zur Norm machen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Stell dir vor, du bist Kandidat oder Kandidatin in einer Spielshow, wie zum Beispiel hier bei Geh aufs Ganze. Es gibt drei Tore und hinter einem Tor befindet sich der Hauptpreis, zum Beispiel. Eine richtig tolle Traumreise auf die Bahamas. 14 Tage, weißer Sandstrand, türkisblaues Meer, Hängematte. Aber hinter den anderen zwei Toren befindet sich der Zonk. Irgendeine ja? Niete. Ja? Du willst natürlich die Traumreise gewinnen. Mal angenommen, du wählst Tor Nummer 1. Ja? Das ist deine Intuition. Du wählst Tor Nummer 1. Und jetzt wählt der Moderator ein anderes Tor, das er öffnet. Und der Moderator weiß ganz genau, wo sich die Songs befinden, wo sich die Traumreise befindet. Und er nimmt immer eins mit einem Song. Mal genommen, der Moderator wählt das Tor Nummer zwei. Und dahinter ist, welche Überraschung, ein Song. Jetzt bekommst du nochmal die Möglichkeit zu wechseln. Jetzt frage ich euch: Wer würde wechseln? Hand hoch. Hat vielleicht ein bisschen Licht. Ja. Das sind viele. Wer würde nicht wechseln? Wer würde bleiben bei Tor eins? Yeah. Ihr habt doch mehrfach eure Hände gehoben. Äh, tatsächlich, etwa 85 Prozent, je nach Untersuchung in dem Dreh, bleiben die Menschen bei ihrer ersten Wahl. In dem Fall bei Tor Nummer 1. 85 Prozent der Menschen wechseln nicht. Dabei ist Wechseln die bessere Strategie. Tatsächlich hat zu wechseln eine Chance, den Hauptpreis zu gewinnen, währenddessen nicht zu wechseln, zu bleiben, nur eine Eindrittelchance hat, den Preis zu gewinnen. Das Ganze ist mathematisch nicht ganz trivial und ich habe mir vorgenommen, das heute nicht zu erklären. Wer möchte, wir haben nachher eine Stunde, wir haben eine Stunde Zeit. Ich kann ein paar Hütchenspiele später machen. Also beschäftigt euch nicht zu lange damit. Das Thema ist gut untersucht, zu wechseln ist die bessere Strategie. Aber angenommen, ihr durchschaut das nicht, ihr denkt, eure Handlung hat keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dann müssten ja, wenn die Menschen denken, es spielt keine Rolle, etwa die Hälfte bleiben und die andere Hälfte wechseln. Aber tatsächlich ist es nicht so. Wie gesagt, 85% der Menschen bleiben bei der ersten Wahl. Warum ist das so? Es wird damit erklärt, dass wir ein anderes Gefühl von Bereuen haben, wenn wir aktiv etwas unternommen haben, was zu einem Verlust führt, was zu einer Niederlage führt. Stell dir vor, du bist in dieser Rolle. Du wählst Tor Nummer 1 und du denkst dir, hinter Tor Nummer 1 könnte die Traumreise sein. Wenn ich jetzt noch einmal wechsle das ist ja peinlich. Dann, was würde mein Partner von mir denken, wenn, dann, wenn ich dann in dem letzten Moment gewechselt habe und verliere? Ja, das geht den Menschen durch den Kopf. Wenn ich aber hingegen denke, ja, wenn der, der Hauptpreis, die Traumreise hinter Tor 3 ist und ich wechsle nicht, dann denke ich, naja, Pech gehabt. Ja, ich bleibe bei Tor 1, schade Marmelade, nicht weiter schlimm. Ich habe ein anderes Gefühl von bereuen, wenn ich aktiv äh, das mache. Menschen hassen es zu verlieren. Sie hassen es zu bedauern und sie tun es umso mehr, wenn es ihre eigene Aktion ist. Und das ist ein Problem. Das führt dazu, dass wir Menschen oftmals lieber nicht handeln, dass wir Inaktion bevorzugen, dass Untätigkeit die Norm ist. Und das ist in vielen Situationen so. Aber es gibt zum Glück Ausnahmen. Schaut ihr manchmal Fußball? Im Fußball gibt es ja das Elfmeterschießen. Und zum Beispiel hier äh, Argentinien gegen Frankreich, das Finalspiel der Männer bei der letzten Fußballweltmeisterschaft. Ähm, da wird ein Elfmeterschießen gemacht, zum Beispiel eben bei großen Turnieren, um, nach, äh, wenn es nach der Verlängerung immer noch unentschieden steht, äh, das Spiel zu entscheiden. Und wie hier bei diesem Finalspiel Argentinien gegen Frankreich, ist euch vielleicht aufgefallen, dass die Torhüter bei jedem einzelnen Schuss jedes Mal gesprungen sind, nach links oder rechts? Tatsächlich. Haben das Forscher untersucht. In einer Studie von 2007 haben sie verschiedenste Profiligen analysiert und dort die Turniere und Elfmeterschüsse. Und sie haben herausgefunden, dass Torwarte immer springen. In 94% der Fällen ist der Torhüter nach links oder rechts gesprungen. In gerade mal 6% der analysierten Elfmeter blieb der Torhüter im Zentrum. Jetzt könnte man denken: Ja, wahrscheinlich ist das die bessere Strategie. Aber ihr ahnt es schon. Es ist nicht die bessere Strategie. Im Zentrum zu bleiben, ist die bessere Strategie. Die Wahrscheinlichkeit in dieser gleichen Studie, das Tor zu halten, war 33 Prozent, wenn der Torhüter im Zentrum blieb. Wenn er hingegen nach links oder rechts sprang, hatte er gerade mal eine Wahrscheinlichkeit von 12 bis 13 Prozent gehabt, das Tor zu halten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind absolute Profis, die Millionen von Euros verdienen und es wortwörtlich in der Hand haben bei wichtigen Turnieren, wie hier vor 1,5 Milliarden Menschen im Fernsehen, über Sieg und Niederlage zu entscheiden. Und sie machen regelmäßig eine Aktion, die ihre Chancen mehr als halbiert. Ist das rational? Ist das optimal? Nein. Warum machen sie das? Es liegt wieder am Bereuen. Was denken wir, wenn wir das sehen? Ja, der bleibt im Zentrum, der Ball geht links oben in die Ecke. Dann denken wir, naja. Das, das hätte ich jetzt auch machen können. Das hätte ich vielleicht sogar besser machen können, denken wir. Und genau das ist das Problem. Der Torhüter weiß das natürlich. Das heißt, wenn er springt, dann haben wir das Gefühl, er hat alles in seiner Macht Stehende unternommen, um das Tor zu verhindern. Menschen treffen nicht die Entscheidung im Leben, die ihre Chancen maximieren. Sie treffen die Entscheidung, von der sie erwarten, sie weniger zu bereuen. Und ja, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis und die führt zu zwei interessanten Phänomenen. Einmal haben wir den Fall, dass Untätigkeit die Norm ist. Einmal haben wir den Fall, dass Tätigkeit die Norm ist. In der Spielshow, da mache ich lieber gar nichts ja, als irgendetwas. In der Elfmetersituation, da mache ich lieber irgendetwas als gar nichts. Aber die Ursache ist immer das gleiche. Wir wollen nicht von der Norm abweichen. Wir wollen nicht bereuen. Und wir bereuen vor allem, wenn wir von der Norm abweichen. Aber ihr habt ja gemerkt, es gab eine Einleitung, es geht heute um Innovation. Warum rede ich über all diese Spielshows? Meiner Meinung nach identifizieren sich die meisten Mitarbeitenden und auch die meisten aus der Führungsetage in einer Firma mit dem Kerngeschäft. Das Kerngeschäft ist die Norm. Alles, was neu ist, alles, was innovativ ist, wird als potenzieller Gewinn gesehen. Aber es ist nicht die Norm. Und wenn Ihr merkt vielleicht schon, dass das ein Problem ist. Es klingt eigentlich nicht so schlecht. Aber wenn man sich es genau überlegt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wie in diesen Situationen, wo Menschen echte Risiken eingehen müssen, dann orientiert man sich immer an der Norm. Dann orientieren sich Unternehmen an ihrem Kerngeschäft. Dann wollen sie lieber einen Geschäftsbereich schützen, der vielleicht in zehn Jahren bedeutungslos wird, anstatt das Risiko einzugehen, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Aber was können wir gegen die menschliche natur machen, wenn wir menschen nur mal so denken? es macht ja keinen sinn, den leuten zu sagen, ihr sollt mehr innovieren, ihr sollt mutiger sein. meiner meinung nach müssen wir die situation verändern. wir müssen innovationen von etwas verwandeln, was sich mehr anfühlt, also was sich weniger anfühlt, wie die SpielshowSituation, situation sondern mehr anfühlt, wie die elfmeter-situation. da wo tätigkeit die norm ist. aber wie machen wir das? wir machen das mit reframing. Reframing bedeutet, die Perspektive zu verändern und dadurch die Bedeutung einer Situation zu verändern. Und das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, deswegen machen wir gleich wieder ein kleines Beispiel, damit klarer ist, was Reframing bedeutet. Angenommen, du bist Chef oder Chefin einer großen industriellen Firma mit drei Fabriken und 6000 Arbeitsplätzen. Aber der Firma geht es wirtschaftlich nicht so gut. Du stehst vor einer schwierigen Entscheidung. Du musst die Firma retten. Jetzt gibt es zwei Pläne, das zu tun. Plan A bedeutet, eine Fabrik und 2000 Arbeitsplätze zu retten. Plan B bedeutet, eine ein Drittel Wahrscheinlichkeit, alle drei Fabriken und alle 6000 Arbeitsplätze zu retten, aber eine zwei Wahrscheinlichkeit, keine Fabrik und keinen Arbeitsplatz zu retten. Wer ist für Plan A? Hand hoch. Oh. Zögerliche Arme. Ja, ich muss einfach nur länger warten, dann kommen immer mehr. Ähm, wer ist für Plan B? Ja. Tatsächlich, ja, das war ein bisschen weniger. Tatsächlich die meisten Menschen sind für Plan A. Die spielen lieber auf Nummer sicher, lieber ein paar Arbeitsplätze retten. Angenommen, ich gebe euch eine andere Reihe von Optionen. Plan A bedeutet, zwei der drei Fabriken und 4000 Arbeitsplätze würden verloren gehen. Plan B bedeutet, es besteht eine zweidrittelwahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Fabriken und alle 6000 Arbeitsplätze verloren gehen, aber eine Eindrittel Wahrscheinlichkeit, keine Fabrik und keinen Arbeitsplatz zu verlieren. Logisch gesehen sind das die gleichen Optionen, aber psychologisch fühlen sie sich anders an. Tatsächlich, wenn man die Frage so stellt, dann kehrt sich das um. Die Mehrheit ist dann für Plan B und geht mehr Risiken ein. Der Unterschied ist das Framing. Wir verwenden einmal bei retten Gain Framing und wenn wir Gain Framing verwenden, dann neigen die meisten Menschen dazu, eher Risiken zu meiden. Bei verlieren, das ist Loss Framing, neigen die meisten Menschen dazu, mehr Risiken einzugehen. Das ist der Framing Effekt. Wie können wir den Framing Effekt nutzen für mehr Innovation? Wie können wir Innovation reframen, so dass sich das Innovation selbst zur Norm wird und nicht Innovation sich anfühlt wie ein Verlust, wie etwas, was wir bereuen würden. Es fängt damit an, dass wir die Kosten der Untätigkeit hervorheben müssen. Und das ist eine Übung, die heißt die Trauerrede, die habe ich selbst schon oft angewendet, ist sehr unterhaltsam. Da lädt man zum Beispiel die Geschäftsleitung ein einer Firma und sagt ihnen, in fünf bis zehn Jahren ist deine Firma insolvent. Das ist gesetzt als Szenario. Jetzt erfindest du eine Geschichte, wie es dazu kam und hältst die vor den anderen. Mit dieser Aufgabe erreicht man ein paar interessante Dinge. Zum Ersten... Innovation spielt fast immer eine Rolle oder zumindest der Mangel an Innovation oder der Mangel an mutiger Innovation. Das Zweite ist, die Geschäftsleitung selbst, die diese Geschichte entwickelt, entwickelt diese Ideen, entwickelt diese Argumente. Das ist viel stärker, ist, als wenn du oder ich das jemandem erzählt. Und das Dritte ist, wir verwenden Loss Framing. Es geht nicht mehr darum zu innovieren, weil Innovieren was Gutes ist, sondern es geht darum, was passiert, wenn wir nicht innovieren? Welche Konsequenzen hat das? Welchen Verlust? Können wir damit aus dem Weg gehen? Aber das ist noch nicht alles. Das ist nur der Start. Was wir auch machen müssen, ist, wir müssen uns noch mehr mit dem Thema Normen beschäftigen. Und hier ist eine interessante Studie, die einfach die Verschmutzung analysiert hat und welchen Einfluss die Umgebung auf das Verhalten von Menschen hat. Und hier hat man eine Studie durchgeführt, bei der in einem Studentenwohnheim Flyer in die Briefkästen gelegt wurden und man hat die Mülleimer so ein bisschen versteckt, so ein bisschen um die Ecke gelegt. Und dann hat man geguckt, was machen die Studierenden in diesem Studentenwohnheim mit diesen Flyern. Und je mehr Müll bereits auf dem Boden lag, desto eher hat man den Flyer auch einfach gedankenlos auf den Boden geworfen. Das wird euch wahrscheinlich noch nicht überraschen. Ähm, Menschen verhalten sich entsprechend der Norm. Doch dann ist den Forschern etwas Interessantes aufgefallen. Sie haben gemerkt, dass wenn da so ein bisschen Müll lag, dass sich die Menschen ordentlicher verhielten, als wenn es komplett sauber war. Und dann haben sie eine zweite Studie gemacht, um genau dieses Phänomen genauer zu analysieren. Und in der zweiten Studie gab es nur drei Szenarien. Es gab einen komplett sauberen Hausflur. Es gab einen komplett sauberen blitzeblanken Hausflur, aber mit einem einzigen angebissenen Stück Wassermelone, was auf dem Boden lag. Und es gab einen komplett vermüllten Hausflur, diese drei Szenarien. Und tatsächlich, wenn dieses angebissene Stück Wassermelone auf dem Boden lag, dann erschien der Rest des Hausflurs noch sauberer. Die Menschen haben sich selber noch besser verhalten, weil die Norm Sauberkeit herrscht in diesem Hausflur durch die Ausnahme geprägt wurde. Und genau das sehe ich oftmals bei Firmen, die innovieren wollen. Viele gründen ein Innovation Lab oder haben einen Venture Builder und packen Innovationen in so ein kleines Gefäß. Und diese Vehikel haben ihre Aufgabe, aber sie können sich auch manchmal anfühlen. Wie so ein angebissenes Stück Wassermelone. Und der Rest der Firma kümmert sich weiter nur um das Kerngeschäft. Was wir machen müssen, wenn wir wirklich Innovation zur Norm machen, dann müssen wir Innovation in alle Bereiche und in alle Ebenen einer Firma bringen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade hier in Europa wir viel zu oft die Bleibstrategie verwenden, anstatt die Wechselstrategie. Und das liegt daran, dass sich das angenehmer anfühlt es fühlt sich sicherer an, aber es ist vielleicht nicht unbedingt die bessere, die langfristig bessere Strategie. Aber anstatt den Menschen zu sagen, du sollst wechseln, du sollst mehr innovieren, du sollst mehr riskieren, was eben gegen die menschliche Natur geht, sollten wir stattdessen lieber Reframing nutzen. Wir müssen, wenn wir wirklich mehr Innovation wollen, müssen wir Innovation selbst von einer Spielshow-Situation in eine f meter situation verwandeln, da wo Tätigkeit die Norm ist. Und wir machen das indem wir als allererstes die Kosten der Untätigkeit hervorheben und indem wir Innovation nicht zur Ausnahme machen, sondern wirklich zur Norm. Vielen Dank.